Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Weekly Money auf diesem Kanal. Dieses Wochenende ist noch ein kleines Goat-Event in Halle geplant. Nächste Woche sind wir in Ronneburg zur MHR Championship Series und dann ist das Jahr langsam vorbei. Ja, es neigt sich dem Ende. Das Dark World Structure Deck geht gut ab, seht ihr jetzt im Market Watch. Ja, so langsam haben wir das Jahr auch geschafft. Ein paar Videos kommen jetzt noch. Die regulären sind geplant. Und wir planen vor allem jetzt auch den Januar. Da ist ein Edison-Turnier, Oldschool-Format, geplant für Halle. Aber auch ein Neujahrsturnier, ein Release von Amazing Defenders und noch eine Überraschung. Die kann ich euch aber erst erzählen, wenn da was final ist. Gehen wir doch rein in Market Watch. Pokémon, 63 Artikel, 110 Euro. Ja, nehmen wir mit. Nichts Magic, nichts anderes. Yugi, 1500 Artikel für 1450 Euro. Ja, nehmen wir auch mit. Was wurde denn in großer Stückzahl gekauft? Den Summon Sky. Die Adeligen, die hatte ich ja erst letztens nachgelistet. Aber es wird auch langsam vorbereitet für andere Formate. Zum Beispiel das Edison-Format, was ich schon angekündigt habe. Also so jetzt inoffiziell, da kommt dann noch ein richtiger Post auf Instagram dazu. Das wird stattfinden, weil es gefordert war. Ich glaube, da gibt es ein paar Liebhaber, die Bock drauf haben. Ansonsten freue ich mich natürlich wieder aufs Goaten am Wochenende. Kommt vorbei nach Halle. Ja, hier der Red Dragon Archfan, der ging heute oft raus und es sind noch viele in Reservierung. Der Topf ist wieder auf den Preis runtergetroppt durchs Preisupdate vom Freitag. Und ja, Anfang vom Ende öfters mal weggegangen. Okay, nicht so spektakulär. Ja, an sich war es heute auch sehr angenehm. Also Book of Life so ein bisschen was für die Zombie-Spieler. Hier Vampire ging Core raus. Ja, wir gucken mal weiter runter. Heroes ist zurzeit auch ganz gut im Kommen. Noch ein bisschen Zombie-Zeug. Viermal Windsturm der Phönixflügel. Ah, das ist so ein Ding zwischen Goat und Edison. Wunderfusion. Ein paar Mal mehrmals. Hier noch mehr Vampire Stuff. Die ganzen Kamels aus MP19. Breaking the Dragon sechsmal. Mhm. Dann ein Toon Deck, sage ich mal, haben wir auch verkauft. Ja, wir haben ja echt viel nachgelistet in letzter Zeit und Ankauf. Hier die Cherubinis sind gleich jetzt die letzten raus. Gucken wir uns auch mal an, ob wir da jetzt zu günstig waren. Ankauf-Holos sind auch schon wieder sortiert. Die kommen die nächsten Wochen online. Das sind um die 15.000 Holos. Dann haben wir nochmal Staples, Cummins, Rares. Vielleicht schaffen wir das auch noch bis Jahresende. Und dann ist das ja ganz gut vorbei. Dann waren wir recht produktiv. Und im Januar dann mit neuer Energie und neuen Gedanken noch ein paar andere Sachen angehen. Mal schauen, in welche Richtung es 23 hier geht. Aber ich sehe das eigentlich ganz gut. Die Locals entwickeln sich. 53 mal Kashtira. Da will sich jemand vorbereiten für das nächste Core-Set. Und dann sehen wir hier das neueste Set. SR13, das Darkwood Structure Deck. Die Bigfoots sind gut, Thunderbirds, Morphman hatte ja auch kein Reprint, war teuer. Tsuchinoko war richtig teuer mit 25 Euro vorher. Die können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Dann DDV wurde auch immer teurer. Skill Drain war zwar in der Hidden Arsenal Chapter 1 drin, aber wurde dann auch immer teurer, weil die waren da glaube ich auch short. Da ging einiges raus. Sealed ging auch mal wieder endlich ein bisschen mehr raus. Ein paar Eldorados, Maximum Gold, eine alte Ghost from the Past. Drei neue Ghost from the Past, Second Hunting, Displays, Structure Decks, die Dino Decks gingen ganz gut, Crystal Beasts, Dark World, ja, die neuesten halt. Ein Hero Deck, Legendary Hero Decks, LEHD und eine Season 3, LDS3, genau. Und Sleeves, alles Mögliche. Ich hoffe doch mal, dass ich irgendwann vom Blackfire eine Nachlieferung bekomme von den Sleeves. Haben wir was vergessen? Die haben wir alle schon angeklickt. Blitzeinschlag, Temple of the Kings. Schnappstahl hatte ich auch erst letzte Woche nachgelistet fürs Goat-Event. Zwillingstwister. Das vielleicht noch. Haben wir die Lanze schon? Monkeyboard. Ja, gut. Gehen wir rein. Alle weg. Krass.
Alter SDY-Karte. Ah, Digga. Sind noch welche da? Sollten wir da hochgehen? Ist die Frage. Ha. Ja, sonst sind sie nächste Woche wahrscheinlich wieder alle weg. Na, hopp. So, und wenn ich jetzt Leerlauf habe im Dezember, ich habe eigentlich auch Bock wieder aufs Livestream. Das war ja ein Versuch im April, wo ich dann gesagt habe, ah, es ist doch nicht ganz so toll, weil technisch kriege ich es nicht hin, wie ich wollte. Vielleicht gehen wir das dann auch nochmal an. Ich hätte schon irgendwie Bock. Und wenn wir jetzt ein bisschen Leerlauf haben, weil keine neuen Produkte kommen, müsste ich das eigentlich nochmal probieren. So, hier gehen wir auch mal hoch. Die Lightning Vortex, die nehmen sie auch jeden Tag mit. Lanza. Warum ist hier eine so günstig und die andere so teuer? Ach, wegen der Stückzahl, ne? Ach, deswegen. Alles klar, verstehe. Den habe ich gerade schon hochgesetzt. Port of Greed habe ich auch schon vorhin hochgesetzt. Monkey Board. Ja, da haben wir noch so viele. Weg damit. Wing Blast. Ach, wird ja auch, glaube ich, auch nicht teurer. Haben wir noch ziemlich viele da. Wrecking the Dragon. Tito ist gleiche, lass mal so. So, die Cherubini. Oh, jetzt geht sie langsam auf ein bisschen mehr. Ah ja, wir haben sie gut losbekommen. Kashitra, Rang 7, alle weg. Aber wenn der Ankauf jetzt von Dark Glass wieder online geht, haben wir Masse drin. Da kam ja einiges wieder zurück, was wir angekauft haben. Die Tsuchinokos, da haben wir auch noch welche davon. Auch okay. Deactivation Virus, auch okay. Skill Train, alle raus. 1,50 vielleicht auch so eine Sache, so eine kleine Stapel, die für 2 Euro wieder gehen könnte. Den hatten wir schon im Vortex. Den Temple of the Kings. Ja, lass mal so. Warum haben wir denn? Ach, das ist Premium Gold 2, alles klar. Ich habe mich schon gewundert. Schnappstahl hatten wir, glaube ich, auch gerade schon offen. Twin Twister. Ja, Gold Rush hatten wir erst letzten Freitag nachgelistet. Gut, dass da war da alles online ging. Die ist nicht so relevant. Die Lanze hat man auch schon. Das Monkey Board hat man schon. Naja, so ein paar hat man jetzt doppelt. Spiegelkraft, ja. Da sind wir schon durch. Das war's eigentlich schon für heute. Also, steht nicht viel an. Mal gucken, wie wir die gewonnene Freizeit dann hier im Büro ausnutzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich starte gleich die Locals. Also, man sieht sich hier in Halle die nächsten Tage. Gerne. Ansonsten schreibt uns an, wenn ihr noch Sammlungen verkaufen wollt. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Jens.